Hallo, hier ist Philipp von den Fahrschulhelden. Heute mal wieder ein ganz anderer Themenbereich. Eine Sache, nachdem ich öfters in den Kommentaren gefragt wurde. Vor allen Dingen geht es diesmal um No-Gos. Ich mache direkt zwei Videos, ja. Das bedeutet, heute kriegt ihr am Sonntag direkt doppelt einen drauf. Und zwar einmal für Fahrlehrer und einmal für Fahrschüler. Ja, trotzdem werde ich das gleich im nächsten Video nochmal genauso anmoderieren. Und zwar geht es um die fünf No-Gos für Fahrschüler und auch für Fahrlehrer in einer Fahrprüfung. Welche fünf Sachen darfst du auf keinen Fall machen, weil sie nur Nachteile für dich haben? Das besprechen wir direkt nach dem Intro. Und los geht's direkt, und zwar mit den fünf No-Gos für einen Fahrschüler. Ja, die habe ich mir mal aufgeschrieben und die kommen jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung. Die Sachen, die von Anfang an schon dafür gesorgt haben, dass meine Fahrschüler Nachteile haben. Obwohl sie genauso gut ausgebildet waren und auch genauso bereit für die Prüfung waren wie andere Fahrschüler, aber sich halt an diese fünf Regeln nicht gehalten haben oder eine dieser fünf Sachen falsch gemacht haben oder teilweise sogar mehrere davon und deshalb einfach Nachteile hatten. Und das erste ist, und das ist auch schon das Allereinfachste, also Nummer 1, Ausweis vergessen. Freunde, ihr dürft den Ausweis nicht vergessen. Ausweis bedeutet Personalausweis oder ein Reisepass. Kein Schülerausweis oder Bibliotheksausweis oder bei mir kam mal jemand mit so einem Ausweis von einem Schwimmbad. Das interessiert keinen. Ihr müsst dem Prüfer beweisen können, dass ihr seid. Ja, sonst funktioniert die Prüfung nicht. Sonst könnte ich ja einen Fahrschüler für alle benutzen. Das geht nicht. Und auch 2 Minuten vor der Prüfung von der Mama noch den Ausweis gebracht zu bekommen, ist halt einfach eine Stresssache. Das macht euch fertig. Und der Fahrlehrer hat dann schon Bluthochdruck und du auch. Und der Prüfer auch, bevor es schon losgeht. Ne? Und eigentlich eine Sekunde zu spät bedeutet für den Prüfer, ich kriege meine Prüfzeit nicht mehr hin. Und die Prüfung ist nicht angetreten und das bedeutet, du bezahlst den TÜV, du bezahlst die Fahrschule und einfach nur, weil du ja ein Schluri bist, so nennen wir das im Rheinland, weil du einfach ja deine Sachen nicht unter Kontrolle hast. Das ist selten dämlich und das darf dir auf keinen Fall passieren. Nummer zwei ist die Brille vergessen. Brille oder Kontaktlinsen. Leute, das geht nicht. Ihr könnt nicht ohne Brille fahren, wenn ihr sie braucht. Ja, auch Kontaktlinsen dürft ihr tragen. Das ist gar kein Problem. Aber eins von beiden müsst ihr drin haben. Die Prüfer haben dann ein Auge für und die sind auch geschult darauf. Die sehen außerdem in ihren Papieren bei Max Mustermann, der muss eine Brille tragen. Ja, wenn du die nicht dabei hast, wird die Prüfung nicht gefahren und dann hast du eben Pech gehabt. Und dann bezahlst du den Prüfer, die Fahrschule und alles und musst nochmal dahin. Ja, bitte nicht die Brille vergessen, Leute. Das ist super dämlich. Das kann man auf gar keinen Fall machen. Nummer drei, unangemessene Kleidung. Leute, da kann ich ein Buch drüber schreiben. Und da geht's in alle Bereiche. Ja, da geht's um Jungs wie um Mädels und um alles Mögliche. Was man so versucht und was man so macht, da kann ich jetzt eine Stunde drüber quasi erzählen. Ja, aber unangemessene Kleidung bedeutet Kleidung, die vielleicht dafür sorgt, dass sich manche Leute angegriffen fühlen oder Leute, die sich die was Bestimmtes signalisieren wollen. Fangen wir mal bei den Einfachsten an, bei den Mädels. Leute, ihr müsst an diesem Tag, vor allen Dingen an die Mädels, nimmt es mir nicht übel, ihr müsst an diesem Tag mit Können überzeugen, ja, und nicht mit Optik. Ein besonders großer Ausschnitt oder besonders kurze Röcke bringen euch nichts. Und ganz ehrlich, wäre ich euer Fahrlehrer, würde ich euch damit nicht vorstellen. Mache ich nicht. Ja, deshalb würde ich euch zum Beispiel auch sagen. Ja, oder wir hatten schon mal jemand, der mit High Heels zum Auto gekommen ist, um das dann am Auto in normale Schuhe zu wechseln. Leute, dann spart euch das. Ehrlich, kommt ganz normal in Jeans und irgendeinem Shirt. Das ist total Wurst, was ihr anhabt. Darum geht es gar nicht. Ja, sondern ganz normal bitte. Ganz normal. Das war der erste Tipp für die Mädels. Jetzt für die Jungs. Die Jungs tendieren in eine andere Richtung. Erstens mal,
Da gibt es auch unangemessen kurze Kleidung. So ein Tanktop oder so ein Muscle-Shirt, wie man sie auch nennt, ist unangemessen, Leute. Ja, ihr müsst jetzt nicht da mit Schlips und so anzukommen, aber wenigstens was Angemessenes. Genauso wie diese Jogginghosen-Schrott. Ach so, bei den Mädels dieser Leggings-Schrott. Das könnt ihr nicht machen in der Prüfung. Ja, auf gar keinen Fall. Das macht einen schlechten Eindruck. Wenn ihr auch am besten noch dieses Unterhemd anhabt und dann hatte ich einen mit dieser schnell aufknöpfbaren Hose an der Seite. Leute, das macht keinen guten Eindruck. Oder ich habe Leute, die komplett dreckig sind oder sowas. Das muss nicht sein. Ja, und das macht einfach einen schlechten Eindruck. Und da kann sich kein Mensch von freisprechen, dass wenn man jemanden sieht, man was Bestimmtes auch denkt. Dann zwei Sachen aus eigener Erfahrung. Da gibt es so ganz tolle T-Shirts, da stehen dann irgendwelche Sachen drauf, die so leicht verschlüsselt sind. Auf dem einen steht Suck My irgendwas, ne? Und dann steht statt dem S ist ein Dollarzeichen und dann statt dem K ist eine 3 und so. Aber wenn du das zusammensetzt, ja, steht da halt eine Nachricht, die schon relativ beleidigend ist. Und manche Prüfer sagen, meinen Sie mich damit? Ja, ich hatte mal einen Prüfling, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, der hatte dieses T-Shirt an, Dortmund mit einem Pfeil nach unten. Leute, keine Chance. Ja, dann hatte ich jemanden, der hatte so ein T-Shirt, wo was relativ ähnliches wie White Power drauf stand. Leute, das funktioniert nicht. Auch irgendwelche politischen Sachen oder sowas, auf gar keinen Fall. Leute, macht das nicht. Mir ist es im Endeffekt egal, was ihr zu Hause macht und wen ihr repräsentiert und was ihr da wollt, aber in der Prüfung nicht. Und ganz ehrlich, egal, was von dem, was ich gerade gesagt habe, ihr anhättet, ich würde euch zur Prüfung nicht vorstellen. Würde ich nicht machen. Nehmt einfach irgendwas casual, also so irgendwas ganz Normales, wo nichts drauf ist. Gar nichts, bitte. Ja, es sind schon viele Sachen gefallen, die früher ein Problem waren. Früher wurden wirklich tätowierte Leute nicht so gerne, ich sag mal, wurden nicht gleich behandelt. Ja, mittlerweile sind die Fahrlehrer auch tätowiert und dann ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm. Ne? Aber an der Kleidung kann man viele Sachen falsch machen. Ja, und deshalb bitte achtet darauf. Genauso wie saubere Klamotten. Und ich weiß ganz genau, dass das nicht unbedingt bei jedem immer möglich ist. Ja, aber dann redet mal mit eurer Fahrschule, dass ihr wirklich an diesem Tag wenigstens ordentliche Klamotten habt. Das kriegt man schon hin, egal aus welcher Gesellschaftsschicht man kommt. Ja, wir haben zum Beispiel auch eine lange Zeit eine Waschmaschine in der Fahrschule noch gehabt für Motorradkleidung. Ja, und da habe ich einem Fahrschüler auch mal ein Sweatshirt noch gewaschen, weil er davor als Gartenlandschaftsbauer halt noch gearbeitet hat. Und dann riecht man halt entsprechend. Das kann nicht sein und das ist halt eben von der Kleidung her unangemessen. Und ihr müsst immer an die andere Seite denken. Ja, wenn ein Prüfer halt allein durch eure Klamotten schon keinen Bock auf euch hat, ist das halt eben scheiße. Ja, Nummer 4. Die vierte Todsünde, unhöflich sein. Und da, das ist wirklich so eine Sache, da habe ich so viel Erfahrung mit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Erstens mal, wenn euch jemand grüßt, grüßt man zurück. Das gebietet der Anstand. Ja, also wenn der Prüfer reinkommt und sagt, guten Tag, und ihr sagt nichts, fahren wir jetzt, ist das einfach unhöflich. Und das macht einen nicht unbedingt sympathisch. Wenn man auf Sachen nicht richtig antworten kann oder auch nicht entsprechend einer fremden Person einfach mit ganz normalem Respekt gegenübertreten kann, hat man Probleme im Leben. Ja, das ganz oft ist auch dieses Du-Sie-Problem wirklich so eine Sache. Also wenn ihr den Prüfer direkt von Anfang an duzt, dann ist das für den Prüfer wirklich ein Problem und er wird euch sagen, wir kennen uns ja nicht, also mir wäre es lieber, wenn wir uns siezen würden. Und da gibt es wirklich manche Fahrschüler, die verstehen die Message dahinter nicht, die sagen dann, nee, wir können uns ruhig duzen, das ist in Ordnung für mich. Ja, nee. Den einzigen, den es verziehen wird, sind ganz oft Menschen mit einer anderen Kultur, die jetzt vor allen Dingen die Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, haben wir auch ein paar zur Prüfung vorgestellt. Da ist es vom Sprachverständnis noch nicht so weit und dann sagt der Prüfer auch nichts. Ne? Da kann man nichts sagen, aber Leute, bei denen man das verlangen kann und wo das auch was mit Respekt zu tun hat, da führt das zu Problemen. Genauso, wenn der Prüfer euch nachher was sagt. Man lässt Leute aussprechen. Man fängt auch nicht an, die Leute zu beleidigen. Ja? Wenn ihr über eine rote Ampel fahrt und deshalb durchfallt, bringt es euch sehr wenig, den Prüfer dann nachher zu beleidigen, weil im Endeffekt einer seiner Kollegen wird euch wieder prüfen oder er sogar selbst nochmal. Was soll der denn für eine Sicht der Dinge über euch haben? Leute, reißt euch zusammen in der Prüfung.
Ja, und auch aussteigen und die Tür knallen hatte ich auch schon mal. Das zeigt keine Souveränität und das zeigt vor allen Dingen nicht, dass man im Gehirn schon erwachsen ist. Ne? Dann was, und der letzte Punkt, und der nervt mich immer besonders und den korrigiere ich auch direkt. Also Punkt 5 ist mitreden während der Prüfungsfahrt. Und jetzt gibt es da verschiedene Ansichten zu. Es gibt manche Fahrschüler, die wollen es gerne super ruhig in der Prüfung haben, und andere Fahrschüler, die sind froh, wenn ich mich mit dem Prüfer unterhalte. Ja, und dann sitzen wir da, wir haben jetzt dieses ganze Vorgeplänkel gemacht, der sagt so, fahr los, ich sag dir die Strecke an, und und dann sagt der Prüfer zu mir, keine Ahnung, wie hat deine Fußballmannschaft am Wochenende gespielt? Und ich sage, ja, 4-1, haben recht gut gespielt. Und der Fahrschüler dann, ja, fand ich auch, ne, aber ich fand die eine Ecke, die war überhaupt nicht, ich denke mir gerade irgendwas aus, ne, die war überhaupt nicht angemessen, da hätte der Schiedsrichter irgendwas. Und ich dann sage ich direkt, hallo, du fährst jetzt deine Prüfung und wir unterhalten uns. Wir machen auch Radio und alles aus. Und wenn es dich stört, dass wir uns unterhalten, dann sag das, dann hören wir auf. Aber du redest nicht mit. Nur, wenn der Prüfer dich was fragt. Leute, und das sind 5 einfache Sachen, die schon dafür sorgen können, dass ihr von Anfang an weggebügelt werdet. Ja, und das ist für mich immer beeindruckend, dass ich wirklich diese 5 Sachen immer wieder korrigieren muss und eigentlich für selbstverständlich halte. Und deshalb möchte ich von euch, schreibt mir in die Kommentare, was für Erfahrungen ihr gemacht habt und ob ihr das für angemessen haltet, was ich gerade gesagt habe. Ist das so oder ist das nicht so? Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass du den Kanal supportest. Über ein Abo würde ich mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Philipp. Ciao.